Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Folge Life is Feudal, The Forest Village. Wir haben den Winter überlebt und ich habe total verpennt, hier wieder Leute einzusetzen. Das war jetzt nicht so gut. So, zwei hierhin und einen zum Bauen. Genau. Hier ist einer eingesetzt und hier baut einer. So. Und dann werden wir... Ach man, wir brauchen mehr Leute. Wobei, den Brennholzhacker können wir mal wegholen und ihn zum Sammeln einsetzen. Das würde theoretischerweise, denke ich, gehen. Hier fehlt uns Stein. Lehm haben wir genug. Und Heu. Wir brauchen mehr Heu. Ich nehme mal kurz diese beiden hier ab. Und dann lassen wir alles schneller laufen und hoffen, dass das mit den Ressourcen ziemlich schnell geht. Ich mache die Folgen immer zwischen so 10 bis 15 Minuten, versuche ich es auf jeden Fall, weil ich mit der Uni vorankommen will. Also jetzt hat die Uni wieder begonnen und ich will auch täglich Folgen bringen. Und um dies zu packen, mache ich halt etwas kürzere Folgen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ja, den brauchen wir momentan nicht mehr. Genug Brennstoff ist noch da und jetzt geht es dann mit den Temperaturen wieder etwas hoch. Wird hier gebaut. Das müsste... Ja, sieht ganz okay aus. So. Was fehlt uns hier? Ja, Heu wird knapp. Beziehungsweise nicht ausreichen. Und Steine werden auch nicht reichen. Okay, Moment. Wir haben ein Gewitter. Ich speichere schnell das Spiel. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwie bei den Gewittern mein Spiel oft abstürzt. Nein! Was habe ich gemacht? Habe ich jetzt neues Spiel laden anstatt speichern gemacht? Aha. Laden? Okay. Die Schreinerei wurde noch nicht hier gebaut. Dann werde... Schneiderei. Dann werde ich das jetzt mal machen. Mann, das war ja jetzt wirklich blöd von mir. So. Etwas Positives hat es. Ich werde dieses Mal nicht verpennen, dass unsere Temperaturen ins Positive gehen. So. Dann machen wir das so. Oh.
Momentan ist es noch minus 4 Grad. Sammler brauchen wir momentan nicht, das funktioniert eh nicht. Frühling. Okay, die Sammlerhütte funktioniert also auch nur ab 0 Grad. Haben wir hier schon alles zusammen? Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Holz reicht, Lehm reicht, Heu wird nicht ausreichen und Steine wird auch so eine Sache. So, Temperaturen sind im positiven Bereich. So, 1, 2 und so. Ich hoffe, das wird so klappen. Okay, es fehlen noch 30 Heu und 40 Steine. Wo haben wir denn Heu? Oh, 66 Heu sind da und Steine. Ach, ja. Da haben wir in unserer Gegend nicht mehr so viele. Priorisieren. So. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Wir werden drei Leute zum Ressourcensammeln einsetzen. Setzen das Spiel auf Geschwindigkeit 10. Wie sieht es punkto Feldern aus? Ja, hier wird alles angepflanzt. Sehr gut. Punkto Nahrung sieht alles auch noch sehr gut aus. Fleisch geht etwas runter. Aber das ist nicht so dramatisch, also... Fische haben wir noch genug. Und sobald das hier gebaut fertig gebaut ist, werden wir wieder den einen oder anderen zum Jagen einsetzen. Okay, Heu haben wir zusammen, jetzt fehlt nur noch der Stein. So. Pause. Und dieses Mal gehe ich auf aktuelles Spiel speichern. So. Genau. Das Spiel ist zwar gespeichert, aber ich wäre trotzdem sehr dankbar, wenn es nicht abstürzen würde. Das ist schon ziemlich, ja, störend. Es fehlen noch 27 Steine. Ich denke, das könnte noch ein bisschen dauern. Oh, sehr gut. Wir werden einen wieder zum Jagen einsetzen. Wir haben einen hinzubekommen.
Sehr gut. In der nächsten Folge werden wir dann erleben, wie unsere Schneiderei gebaut wird. Dann werden wir auch Kleidung haben, damit unsere Leute im Winter, wenn sie rausgehen, nicht erfrieren und auch nicht krank werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann. Ciao.